Lieber Kobi. Das bin ich. Ja, lies weiter. Die Ratten sind los. Was? Das kann nicht sein. Die waren doch gestern noch in Heidenheim. Bertha, meine Hausfrau, will mich ins Tierheim bringen, wenn ich die Ratten nicht verjage. Was? Dort sperren sie mich in einen Käfig ein. Was? In einen Käfig sperren die ihn ein? Was ist los? Ah, ja. Lecker. Seht mal. Bertha denkt allen Ernstes, sie könnte uns mit diesen Spielzeugmausefallen platt machen. Jungs, seht mal, da ist ja echter Emmentaler drin. Wie er duftet. Pass bloß auf, Kleiner, dass du nicht aus Versehen hinlangst. Das tut verdammt weh. Ich zeig dir mal, wie man das macht. Besser. So. Mit diesem Stöckchen hier rüttelst du ein klein wenig am Käse. Und schon ist der Käse in zwei gerechte Hälften geteilt und die Falle entsichert. Genau. Eine Hälfte für mich und eine für Jörn. Aber ich hab den Käse doch zuerst entdeckt. Schnauze! Ich bin ja der Chef. Da drüben steckt genug auf dem Herd. Los, öffnet mir den Deckel. Menno Heiner, du bist so gemein. Jetzt hilf mir lieber den Deckel wegschieben. Ah ja. Na komm. Ich. Oh. Gulasch. Und nebenan schwimmen die Knödel. Echte Semmelknödel. Hey, Kalle, pass auf, dass du nicht Topf reinfällst. Hol mir lieber die Gabel zum Knödel rausfischen. Immer ich. Seht euch das an. Hier drüben steht Pudding mit Sahne. Den muss ich gleich mal probieren. Du sollst mir die Gabel bringen. Ich hab Mumm voll. Seht mal, hier ist ja auch noch Schokoladenkuchen. Was? Schokoladenkuchen? Mein Mann, gib den her. Hol ihn dir doch, wenn du kannst, Digga. Das wär ich gleich, Mann. Ey. Hey, Jungs! Hä? Vergesst unsere Devise nicht. Welche Markise? Oh, Devise. Ach so, ja, klar. Einer für alle. Alle für einen. Nur zusammen sind wir stark. Wenn ihr unsere Zeit mit Streiten vergeudet, holt uns noch der schwarze Panda. Du meinst wohl Heiner für alle, alle für Heiner. Na Mann, lieber. Keiner für Heiner, alle für Kalle. Jetzt, der Kleine ist gar nicht so blöd, wie er aussieht. Den Kater fürchte ich nicht. Doch wenn Bertha kommt, gibt's Saures. Los kommt, Jungs. Habt euch nicht so und stimmt ein in unsere Rattenhymne. 3, 4, los, Jungs. Na komm. Jungs, ich gehe lieber mal in Deckung. Warte, ich nehme das Klavier mit. Unser Hodenschisser. Ich hau mir jetzt erstmal einen Ranzen vor. In dem feinen Hotel, dort in den großen Speisesaal, mit den vielen Schleckereien, mit Pastin, Savalachs, Camembert, gebratener Speck und Eierkuchen, da hatte er so Schiss, was ich vor lauter Angst in die Hosen gemacht hat. Wie ein kleines Baby. Das nächste Mal nehme ich ein paar Windeln mit. Der Jörn immer eine große Klappe. Und sobald sich was rührt, verduftet. Komm. Bin ich jetzt voll. Aus mit euch! Sofort aus mit euch!
Ja, um Gottes Willen. Jetzt gehen mir die Ratzen schon bis in die Kuchleiner. Und der Sigi, da fängt's mir einfach nicht. Sigi! Sigi! Da wusste denn der Kerl. Mit. Sagt's mal, habt ihr den Sigi gesehen? Nein? Ja, ah, Silvester heißt der. Silvester! Wo sitzt der? Ah, der ist bestimmt da unten. Nein, tut mir schon die Beine hoch. Ja, da muss ich schauen, ob der da unten ist. So groß ist er, einen schwarzen Schwarz. Ja, danke schön. Oh, ja, nein. Mit. Ja, doch, ist der nicht da drin? Ja, jetzt habe ich doch was gehört. Da, da ist er. Ja, aber wo ist der? Da, hinter mir. Da, geh her. Birscherl, wenn du mir die Ratzen nicht aussiehst, dann wanderst du ins Tierheim. Hast mich. Und jetzt abmarsch! Psst, Kinder, sag mal, habt ihr Bertha gesehen? Nein? Oh, erst jetzt, wo es dunkel ist, traue ich mich wieder nach draußen. Oh, Bertha ist so ungerecht. Wie soll ich allein denn mit drei von diesen Monstern fertig werden? Ich fürchte mich zu Tode, wenn ich die nur sehe. Diese messerscharfen Zähne, diese Schwänze wie Peitschen. Miau, miau. Ach, ich bin am Ende, wenn nicht bald Hilfe kommt. Wenn ich nur kann, sag ich wollte, wenn ich morgen ich sollte. Ich hätte nie mehr Angst vor einer Maus und wenn es kalt wär, ging ich auch mal raus, hätte gerne keine Tritten, keine Hiebe. Oh, ich seh mich so nach Liebe. Das ist ein Problem, Mama Mia. Helfen könnte uns nur jemand, der schlauer ist als die Ratten. Doch wer könnte das sein? Keine Ahnung. Oh, so ein gutes Gulasch haben wir lange nicht mehr gehabt. Ja, mei. Ja, und die Bohnen. Ja, was ist das? Die Bohnen. Ja, auch ganz geschmackig. Ja, jedes Bötchen ein Kanädchen. Ja, heute Abend, da kämen sie zum Schafkopfen. Die Zetzi, die Walle und die Hilde. Ja, oh mei. Ich habe die Ratzen im Haus. Und da sieht ihr, da fängt es mir einfach nicht. Oh mein. Ach, ist das ein Kreuz mit dem. Keine einzige Maus hat er gefangen, seit ich ihn von Italien mitgebracht habe. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Kerl tun soll. Nein, ist das ein Kreuz mit dem. Ach, singen wir erst einmal ein Gestanzel. Singen ist die beste Medizin. Sag ich einmal. Wo schaut es aus? Ja, das ist ja furchtbar. Super lachen. So ein Dreck, du Herrin. Ich brauche neue Kotz. Die alte taugt nichts mehr. Die Ratzen aus die Hand. Das ist doch nicht so schwer. Jammern hilft da überhaupt nichts. Da braucht es Taten. Jawohl. So. Schauen. Ah, da haben wir es. Ja, Tierheim. Tierheim Schönbrunn. Ganz genau. So. 089 56324 0874. Tierheim Schönbrunn, was kann ich für Sie tun? Geschwendner, Bertha Geschwendner. Grüß Gott, Frau Geschwendner. Was ist Ihr Anliegen? Ich brauche eine neue Kotz. Wie bitte? Ohne die das Handwerk beherrscht. Entschuldigen Sie, Frau Geschwendner, wir vermitteln nur Tiere, keine Handwerker. Ich brauche aber eine Kotz, die mir die Ratzen aussieht.
Entschuldigen Sie, Frau Geschwendner. Zum Entsorgen von Matratzen wenden Sie sich bitte an die zuständige Müllabfuhr. Sie werden doch in den Zwinger ein paar Katzen drin haben, ja? Verstehen Sie mich? Natürlich vermitteln wir auch Katzen. Allerdings nur an gute Hände. Sehr geehrtes Fräulein, senden Sie mir bitte umgehend eine tüchtige Katze in Ihren Tiertransporter. Die meine gebe ich, bis das mit den guten Händen überprüft ist, solange es fand mit diesem Weg 3 in Ötz. Nun gut, liebe Frau Geschwendner, wir kümmern uns um Ihr Anliegen und schicken nach heute Nachmittag jemanden bei Ihnen vorbei. Guten Tag. Ja, ist recht. Diese feinen Damen, alle mein Dern, so als Toten, so als versteht und versteht ihr jetzt nichts, schon gleich überhaupt nichts, da kriege ich einen solchen Zorn, da würde ich am liebsten alles da schmeißen. Aber na, ich darf mich nicht aufregen. Weil außer gesagt, ich soll ja auf meinen Blutdruck aufpassen. Immer schön atmen, immer schön atmen. Ich bin ganz ruhig, ganz ruhig. Jesus, na, ich muss ja noch zum Kramerzwecks der Sahne. So, gehen Sie mal da auf Zeit, ich muss da durch. So, ich fahre jetzt zum Grammer. So, ja, schauen wir mal, ob der die Sahne hat, die braucht die zum Abschmecken von dem Gulasch so tut. So, meine Güte, heute ist was los auf dem Feldweg. Hallo, ihr beiden. Der Wolfram und das Kätzchen. Hallo. Wie gut, dass ihr kommt. Silvester braucht Trinkhilfe. Das ist gut. Ich glaube, Silvester braucht die Hilfe von uns allen. Ja, die haben auch so einen guten Plan. Es geht aber nur, wenn die Bertha weg ist. Na dann, eben ist sie mit ihrem Fahrrad weggefahren. Sehr gut, sehr gut. Dann könnt ihr ja gleich losgehen. Also, unser Plan ist so. Erwin geht in die Küche und baut eine Falle für die Ratten. Ganz genau. Ich habe hier ein Netz. Und damit kriege ich die. Jawohl, die fange ich eine nach der anderen und dann werden die gefesselt. Nicht so laut. Ja, stimmt. Und dann werden die um Gnade winseln. Doch, die lasse ich erst wieder frei, wenn die uns hier versprechen, dass die uns in Ruhe lassen. Ich tue mit den Kindern los, die Ratten suchen und lock sie in die Küche. Paula, du bist der Spähdrucker und musst sofort Alarm schlagen, wenn Bertha zurückkommt. Wolfram, du versuchst sie aufzuhalten. Du wirst ein paar deiner Stacheln opfern und damit ein Loch in Berthas Fahrradreifen stechen. Mama, ich... Jetzt stell dich nicht so an. Ihr seht, wir haben an alles gedacht. Seid ihr dabei? Ja! Ja, los, kommt, Kinder! Was steht denn da auf dem Herd? Was ich in meinem Leben am allerliebsten habe? Bohnen! Rote Bohnen! Und die werde ich jetzt in mich hineinnehmen. Ach, Bertha, du bist die Beste aller Köchinnen. Bertha, für dich singe ich jetzt eine Lobeshymne. Die oberbeste Bertha-Hymne. Die Bertha kann so gut kochen wie sonst keiner. Bei Bertha wird sich lohnen, bei diesem riesen Topf voll roter Bohnen. Im Art und Drehen habe ich den der gegessen. Der hatte mich wohl jetzt sehr verfressen. Ich werde ganz müde mit dem vollen Bauch. Denn das Furzen muss ich jetzt gleich auch. Was ich hier wollte, das habe ich gerade vergessen. Wird nicht so wichtig sein wie gutes Essen. Bertha, ich liebe deine Küche, Bertha. Und diese Brüche. Sing ich heute meine Lieder, Bertha. Ich komm es schon bald wieder, Bertha. Ich liebe deine Küche, Bertha. Und diese Wohlgerüche, Bertha. Für dich sing ich heute meine Lieder, Bertha. Ich komm es schon bald wieder. Oh, oh, jetzt bin ich aber wirklich müde. Aber nach dem Essen sollst du ruhen oder einfach gar nichts tun. Ja, das ist gut. Sehr gut. Ganz genau. Ich mache mir es jetzt ein bisschen gemütlich. Am besten unterm Tisch. Ganz genau, das ist gut. Sehr gut. Entschuldigung. Oh, hoppla. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Da liegen sie und schnarchen. Sie sehen ja gar nicht so gefährlich aus.
Ist das lustig, wie laut sie schnarchen? Das muss ich mir schnell einen Plan überlegen. Ja, das könnte klappen. Kinder, ich brauche eure Hilfe. Wenn ich euch frage, ob Bertha mit neuen Vorräten gekommen ist, schreit ihr ganz laut ja. Abgemacht? Gut. Kille, Kille! Jetzt reiß aber ein Maul und gleich eine rüber! Jetzt ist er noch eine da! Hallo! Hey Jungs, was prügelt ihr euch, wo Bertha mit neuen Lebensmitteln eingetroffen ist? Was? Was? Ja, eben hat sie alles ins Haus getragen. Die Kinder haben's auch gesehen. Was kriege ich für den heißen Tipp? Was willst du denn, du Zwerg? Ein kleines Stück Kuchen würde mir schon reichen. Kuchen? Na klar, Kuchen. Na klar, du kleiner Ameisenzwerg. Kuchen. Stimmt's, Kinder? Bertha ist mit neuen Vorräten gekommen, oder? Ja! Na dann, Jungs, Jungs, nichts wie ab in die Küche. Aber immer schön an der Wand entlang. Los, komm. Tipp mal. Ich denke, das riecht irgendwie nach Biogasanlage. Was ist das denn? Ach, das ist der Grund, weshalb Bertha immer die Fenster zumacht. Das ist nichts für unsere feinen Nasen, Kleiner. Da machen wir immer einen riesen Bogen drumrum. Also, wenn ich es mir genau überlege, es stinkt. Unser Kleiner. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Mir ist irgendwie ganz komisch. Hey Jörn, jetzt reiß dich mal zusammen. Jörn, zieh mal, die Kleine hat's umgehauen. Jörn, kannst du jetzt hier nicht lapp machen? Ich weiß auch nicht, mir ist auch schon ganz... Was war denn das? Das hat mich da was aufgeweckt. Oh! Die Ratten liegen hier am Boden. Kam keiner noch und hat die aufgehoben? Wie das wohl ging? Wer kann es wissen? Hab ich die jetzt auf dem Gewissen? Ja, ich bin ein Held! Ich bin ein Held! Ja, das ist ja sehr gut. Das muss ich der Eddie erzählen. Silvester, ich hab's geschafft! Sich selber die Stacheln ausreißen tut so weh. Oh, nochmal an einer anderen Stelle, wo man es nicht so sieht. Au! 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 Das mit der Stahlschwelle war keine gute Idee. Aber es war doch so ausgemacht. Vorsicht! Ich höre Bertha kommen! Aber die Stahlschwelle ist doch noch gar nicht fertig. Warte. Dann mache ich es eben auf meine Art. Ich mache das schließlich nicht zum ersten Mal. So. Was hast du vor? Ich muss mich konzentrieren. Aber anfeuern ist erlaubt. Los, Kinder, wir feuern ihn an. Ja, genau. Wolfram! Ja, so, das haben wir wieder. Ja, da liegt ja ein Igel am Boden. Nein, du geh her, Bulli. Ja, was hat er denn? Ist er krank? Tutzi. Ja, der rührt sich gar nicht mehr. Du geh her, kriegst du Mama Milli. Jetzt geh her. Der arme Kerl. Jetzt erschau, darfst du ein bisschen mit mir mit dem Radl mitfahren? Meine Güte. So, Mann. Ja! 3 auf einen Streich. Ja, das glaubt mir kein Mensch. Siggi! Silvester! Ja, wo ist denn der? Na, ja. Gibt's ja nicht 3 auf einen Streich. Habt ihr das gesehen, Kinder? Ja. Na, und stinkert ihr nicht? Na, grausam. Na. Ja, du meine Güte. Ja, sowas verdient einen Orden. Und ich wollte ihn schon ins Tierheim geben. Ja, jetzt geht die Türglocken auch noch. Ja. Der Tiertransporteur. Grüß dich Gott. Schau's mal her. Meine Katze, die hat sich hier mit einem außerordentlichen Orden verdient. Eine Katze, die nehme ich jetzt wieder mit heim. Und die 3 Ratzen, die schenke ich Ihnen obendrein. Bitteschön. Wiederschauen.
Na, danke her, Pulli. Danke her. So, wir zwei, wir schauen jetzt, wo der Silvester ist. Danke her. Jetzt. Und danach kriegst du Lilli, gell? Sigi! Silvester! Silvester! Ja, wisst ihr der Kerl? Silvester! Ha? Ihr wisst das nicht, wo der ist. Wir wissen es nicht. Mein Silvester, mein hättest du es halt gleich gesagt, dass du zum Ratzenfangen deine Ruhe brauchst. Na, und ich wollte ihn schon ins Tierheim geben. Na, sowas hat einen Orden verdient. Du geh her, Silvester, jetzt kriegst du erst einmal was zum Essen. Das gehört dir. Und jetzt schau ich, wo dein Orden ist. Sotala. Sotala. Ja, genau. So, jetzt schau her, Silvester. Das ist der Orden von meinem Xaver. Gott hab ihn selig. Schützenkönig ist er damals geworden vor 20 Jahren. Der gehört jetzt dir. So, damit er jeder sieht, was du für einer bist. Gell? Ja, ganz genau. Gell? Boah, Silvester, du hast ja einen Orden. Ja, Bertha hat das gemacht. Sie ist heute ganz anders. Gib mir Gulasch, hat mich gestreichelt und gesagt, ich bin eine Held. Ja, weil sie denkt, dass du die Ratten gefangen hast. Was? Die Ratten sind weg? Ja. Ja, ganz genau, das war so. Also ich bin in die Küche rein und da war ein ganzer Topf voll roter Bohnen. Ja, und die habe ich dann aufgegessen. Entschuldigung. Ja, wenn ihr wisst, was ich meine, dann ging's richtig los. Moment mal. Ach, jetzt verstehe ich. Deswegen sind die Ratten ohnmächtig geworden. Was? Weil du so gestunken hast, du alte Furzkanone. Ich hab alles durch das Küchenfenster beobachtet. Bertha kam kurz drauf rein und hat sie dem Herrn vom Tierheim mitgegeben. Und dort sind die bestimmt gut aufgehoben. Das ist gut. Mama mia, danke, meine Freunde, mille grazie. Ihr habt mir das Leben gerettet. Bitte schön. Das habe ich auch gern gemacht. Wolfram hat sich sogar die Stacheln ausgerissen. Ganz genau. Wo ist er eigentlich? Keine Ahnung. Oh, ich glaube, der hockt immer noch in Berthas Schürzentasche. Hoffen wir mal, dass Was? Er da wieder rauskommt. Was? Bei der Bertha? Der Arme. Hochliebe, der kleine grüne Kobold, der Rattenfänger von Ed. Ja, ganz genau. Und der Silvester auch. Silvester, lebe hoch. Ja. Und jetzt ist alles haben wir geschafft. Und der Rattenfänger. Der Rattenfänger von Ed. Ja, ganz genau, das ist sehr gut. Das wollte ich immer schon mal. Wir sind Freunde. Unter unsere Abenteuer sind bärenstark und wenn wir träumen, es wäre die größten Sinn, gibt es keine Gefahr für uns. Unsere Tage sind voller Sonnenschein, wer seinem Herzen folgt, ist auf dem rechten Weg und tausend Sterne, die leuchten in der Nacht, sie sagen, ihr seid nie allein. Du bist mein Freund. Diese Geschichte, ihr Lieben, das ist eine wahre Geschichte. Dieses Stück haben wir für unseren Silvester geschrieben, gespielt, den es jetzt leider nicht mehr gibt, aber damit haben wir ihm ein Denkmal gesetzt. Und der hat wirklich so schön singen können. Es stimmt nicht alles aus der Geschichte, aber einige Dinge stimmen und genau. Dadurch hoffe ich, dass er immer in Erinnerung bleibt. Für den Herrn. Eine Karte. Wiedersehen.
Thank you.